Und hier auch, guck mal, wie der Boden reflektiert. Sieht das nicht geil aus? Wenn ich da so mal rangehe, wie detailliert das alles ist. Meine Handschuhe. Leute, das sieht gut aus. Die ja, da sage ich doch mal Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Herzlich willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Doc. Leute, wir spielen heute ein Spiel, welches ihr wirklich nicht verpassen solltet. Also das geht auf der Quest für mich schon unter AAA-Titel durch. Das ist ein Shooter, wie er sich gewaschen hat. Und zwar, nee, nicht so voll brutal, aber so richtig Atmosphäre, düster, fremde Welt, erforschen. Das Spiel ist ab 12. Ich meine, da werdet ihr keine Zombie-Attacken oder sonst was erleben, aber trotzdem. Ich will euch gar nicht zu viel verraten, aber das Spiel hat's echt in sich und dadurch, dass es sehr storygetrieben ist und dass auch meiner Meinung nach viele Spiele gar nicht richtig schaffen, technisch sich so durchzusetzen, dass es wirklich auch gut im Gameplay rüberkommt. Ach, was erzähle ich euch da die ganze Zeit? Ihr müsst euch das angucken. Technisch möchte ich euch zu diesem Spiel noch sagen, ich spiele es auf der Quest 3 und auf der Quest 3 löst dieses Spiel im Verhältnis schon sehr, sehr hoch auf. Ich muss schnell spicken. Und zwar sind das 2144 mal 2240 Pixel, was wirklich am oberen Limit ist, weil das Spiel läuft mit 72 Hertz. Leute, ja, ihr könnt auf der Quest noch so 90 oder 120 Hertz oder FPS einstellen. Das Spiel entscheidet nachher, was ihr bekommt. Hier sind's 72. Dafür bekommt ihr gleich eine Top-Grafik zu sehen. Und deshalb gehen wir auch direkt mal ins Spiel rein. Ja, ich habe das Spiel schon vorgespielt, darum können wir auch da relativ zackig ein bisschen durchgehen. Leider ist das Spiel nicht auf Deutsch synchronisiert und Achtung, festhalten, jetzt kommt's. Es ist auch nicht auf Deutsch untertitelt. Aber Leute, echt, ich bin nicht der English Hero. Mit ein bisschen Englisch reicht das. Es ist ein Shooter. Es ist kein Adventure-Game, wo ihr keine Ahnung was alles lesen müsst, um nachher was zu verstehen. Hier, wenn ihr hier mit dem Bild schon verstanden habt, wenn ich da drücke, dann hier habe ich einmal Locomotion und nein, ich hätte Locomotion, dann seht ihr, da fängt schon an. Wenn ich die Taste drücke, dann komme ich ins Menü rein und in die Settings und da kann man auch alles einstellen. Ja, lässt keine Wünsche übrig. Passt für mich, ist in Ordnung. Zieht euch das mal rein, oder? I just want to remind you that I'm not a field person, okay? I was only supposed to write manuals. Hier die gute Dame regt sich erstmal so ein bisschen auf über ihr Dasein, ne, was sie hier zu tun hat. Wir befinden uns in so einer Art Fahrzeug. You gotta learn to get comfortable on your own. Some of us like people, Dan, and that's a good thing. All right, I think this is it. I can't see shit in this weather. Er ist nicht zufrieden mit dem Wetter, der gute Kerl. Ja, ich wollte euch hier ein bisschen zeigen, aber ich meine, das ist noch nicht alles. Da geht noch mehr. Also wir sollen erstmal die Tür öffnen. Komm, machen wir mal Tür auf. Drauf zeigen. Ey, das ist schön. Ich kann drauf zeigen. Ich habe einen Cursor. Und jetzt, er bleibt stehen, ne? Ich muss euch jetzt auf jeden Fall mal diesem Kabel hier folgen. Wir können erstmal hier das hier angucken. Das ist unser Fahrzeug. This is not at all irresponsible. Auf einer Expedition sind wir ja auf jeden Fall irgendwo unterwegs. Wir folgen mal dem Kabel hier. Und das führt uns, man sieht es vielleicht da hinten schon ein bisschen. Also ich sehe es schon, ob ihr das schon seht. In Flat, das weiß ich nicht. Aber da gehen wir jetzt mal hin, gucken. Da ist nämlich this was. Doesn't look like the other masts. Ja, are you sure this is ours? Keine Rolle. Also, er sagt, ich soll Hebel ziehen, dann können wir nämlich weiterziehen. Das ist geil, oder? Hier durch den Wind, wie sich das alles schon bewegt. Ich mag so Dan, kleine Details. Wait. Aber jetzt bleibt dran, Leute. I'm on my wenn ihr jetzt das Gefühl habt, wir sind hier auf so einem kahlen Planeten unterwegs oder in einer kahlen Eiswüste. Nein, das wird gleich richtig gut. Vielleicht auch ein bisschen eklig. Wait for me! Ja, er wird schon nicht abhauen ohne uns. So,
Gehen wir rein? You were gonna leave me. Tür zu. Boah, ist das eine Panikfrau, ne? I told you. Call Manny and give him our coordinates. I've got everything under control. I just lost my way for a second, okay? This is the right way. I don't get paid enough to deal with this kind of... Hört ihr das? Hört ihr das? Guck mal, wie jetzt alles runterfällt und... Bam! Voll der Balken in der... Ne, so soll er jugendfrei sein. Voll der Balken durch die Windschutzscheibe. Ne? So. Keine Sorge, ganz so häufig kriegt ihr diese Ladescreens nachher nicht zu sehen. Sie kommen ab und zu vor. Aber das ist gnädig. Dafür wird jetzt auch erstmal einiges geladen. Muss man sagen. So. Wir haben Unfall gehabt. Der unfreundliche Kerl ist hier irgendwo dem Balken zum Opfer gefallen. Woher kommt der Balken, wenn wir gerade noch im Eis waren? Was ist passiert? Gehen wir mal rausgucken. Oh, das nenne ich mal ein ordentliches Loch, ne? Ja, da hat jemand aber trotz der vielen Balken hat das anscheinend nicht gehalten. Wo sind wir denn hier, ne? Wo sind wir denn? What is this place? Ja, was ist das für ein Platz? Help! Anyone? Finde ich geil. Product Demonstration. Ich falle dem Teil direkt vor die Tür. Und ich kriege ein Headset. Ist das nicht geil? Nein, ich hab's fallen gelassen. Das ist auch cool. Ihr könnt was fallen lassen und dann einfach greifen, wenn die Hand drauf zeigt. Passt. We call it the Exoscope. Who are you? No time for introductions. We need to make sure you don't end up like your colleague. You must be able to defend yourself. Go to the auditorium across the hall. So, ich habe hier einen Fremden. Plötzlich, das ist typisch. Also hier wird jedes Klischee erfüllt. Hello? Ich habe hier jemanden direkt am Ohrstöpsel und der will mir jetzt auch natürlich sagen, hey, wenn du nicht so enden willst wie dein Kollege, dann mach mal, was ich sage. Dann gehen wir doch mal durch die Tür hier. Und das sieht richtig schön aus. Ich mag das. Hallo? You see those gloves? So, und jetzt kriegen wir richtig geile Sachen. Schneller als bei Half-Life Alyx kriegen wir nämlich Handschuhe. Und Leute, ich meine, wenn ihr sowas wie Steampunk kennt, dann wisst ihr das so. Im Steampunk, Steamdampf, ne? Hier ist es so eher so 80s Punk. Ich ziehe an einem Schnürchen und hier auf dem Display erscheint zum Beispiel der Splitter und das ist eine biologische Kampfwaffe. Zieht euch das so rangehe, wie detailliert das alles ist. Meine Handschuhe. Leute, das sieht gut aus. Die Reflexion. Klar, hier wurde getrickst. Die Reflexion, die stimmt auch teilweise auf den Oberflächen. Die reflektieren nicht wirklich das. Also hier ist natürlich bloß Glanz. Aber nachher habt ihr auch Reflexion. Das ist ein bisschen wie bei Rank Matter. Da wird viel getrickst. Aber das interessiert mich nicht, sieht gut aus. Also das ist meine biologische Waffe und die kann biologischen Schleim rausschießen oder mit der A-Taste, press A, die Granate, die biologische. Und wenn ich, jetzt soll ich hier nochmal ziehen, kurz, also wisst ihr, wenn ich nur kurz ziehe, dann verschwindet die wieder. Und wenn ich nochmal ein bisschen länger ziehe, dann kriege ich die Waffe. Nachher, ihr seht, ich kann hier noch weiter ziehen und weiter. Hier sind gleich ganz viele solcher Punkte und ich finde noch mehr biologische Waffen. Da sind richtig coole Sachen dabei gleich. Ich finde es so geil, hier werden so diese ganzen Klischees der Shooter bedient. So, jetzt erstmal hier nachladen. Ich zeige euch das. Man nimmt das. Gesundheit, ne? Ich habe hier Gesundheit, 75. Und hier stecke ich alles. Ich stecke praktisch alles hier in die Hand rein, auch Munition. Und dann drücke ich den Trigger. Und dann habe ich wieder 100% Leben. Ich mag das total. Das ist so super easy und fühlt sich trotzdem glaubwürdig an. So, jetzt kriege ich eine Map. Ja, Leute. Hier wird es ein bisschen größer zu und her gehen. Wir kriegen eine Map. Ich befinde mich hier. Und je mehr ich ablaufe, umso mehr wird auch freigeschaltet.
damit ich auch nachher weiß, wieder wo ich bin, damit ich mich nicht verlaufe. Aber die Abschnitte sind so gestaltet, die sehen für mich gar nicht bis jetzt gleich aus. Also ich habe mich echt noch nicht verlaufen. Ihr habt immer eine absolute Übersicht über eure, wie sagt man, über eure, was ihr erfüllen müsst. Es wird euch alles gesagt. Also es ist am, vor allem am Anfang ist es relativ linear. Es erinnert so an die Shooter der frühen 2000er Serien. Wir haben kein wirkliches Open World, obwohl wir überall hinlatschen können. From the airborne poison. Aber wir sind natürlich poison. Begrenzt durch die Stationen, zwischen denen wir uns ja auch teilweise bewegen. Ein bisschen wie bei Doom, oder? Also nicht die alte Version, sondern schon die neue. So, ja, die haben hier mit Viechern, die sie im Eis gefunden haben, mit der DNA rumexperimentiert. Haben natürlich solche schönen Sachen hier hingekriegt. Aber wie das natürlich auch klischee-mäßig ist, da ist was schiefgelaufen. Wie hätte es auch anders sein können? Gehen wir mal rein hier. Hier, die roten, das ist Munition. Munition, hier rein. Jetzt habe ich ja 35. Ich drücke den Trigger. Habe ich schon 70 Munition. Hier müssen wir das Rädchen drehen. Was? Nicht? Was? Achso. Hä? Warum das nicht? Das ging doch gestern noch. Muss ich irgendwas an... Sag mal. Veräppel mich doch. Hä? Das. Sorry Leute, aber das ging letztes Mal voll easy. Ich konnte das Rad anfassen und dann hat sich das auch bewegt. So, aufgepasst. Guck mal, erster Gegner. Seht ihr das hier? Dieses biologische Wesen. Die sind voll easy. Da kann man immer ein bisschen rechts, links ausweichen und. Ach ja, ich sag doch voll easy. Irgendwann liegen sie am Boden. Wenn man das nicht beachtet, dass die noch leben, dann schießen die halt weiter. So. Und weil es halt auch keine menschenähnlichen Viecher sind, kommen nachher noch ein paar andere. Ist das Spiel auch ab 12. Und es ist auch nicht so gewaltverherrlichend, ihr habt nicht so viel Blut. Ich meine, ihr killt hier größtenteils Insektenviecher, aber auch hässliche. Ich quatsch euch die ganze Zeit hier rein in die Story, aber ich meine, ihr wollt das Spiel eh kaufen. Ich meine, wenn ihr auf Shooter steht und jetzt eh schon hier bei mir gelandet seid, dann ist das eh was für euch. Dann könntet ihr die Story nachher nochmal gemütlich für euch hören. Ich glaube, ich werde euch auch nicht zu viel zeigen oder zu viel spoilern. Ihr könnt jetzt ein bisschen reingucken, ob euch das gefällt. Und dann ist das jeden Cent wert. So, das war Munition. Und hier könnt ihr noch was einsammeln. Mit dem hier könnt ihr nachher an so Automaten Sachen herstellen. Was ihr halt so braucht. So Munition und Milch und Brot. Nein, einfach halt das klassische Zubehör für einen Shooter. Was man so für Waffen braucht. Bam, 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 bam. Kommt. Komm. Da komm ich fertig. Da liegen sie auf dem Boden. Zappeln. So. Das hätten wir auch erledigt. The registration office is locked with a code. Sieht auch wieder so schön aus. It should be in the janitorial office on the Achtung! Speicherpunkte. Die sind so ein bisschen wie bei Resident Evil. Ich wollte gar nicht. Ah, seht ihr, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte das Gesundheits. Ich war ja voll gesund. Ihr habt ein Inventar. Hier. In diesem Inventar könnt ihr einfach Sachen auch ablegen oder wieder rausholen. Könnt ihr danach greifen oder wieder auf so eine Kugel. Das ist ja auf der linken Hand die X-Taste. Und wenn ihr wieder X drückt, dann geht das weg. Ihr habt nur ein begrenztes Inventar. Ob man das irgendwann noch ausbauen kann durch Freischaltung, weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber sieht das nicht gut aus. Hier, das hier ist auch ganz wichtig. Das ist so das dritte, was ihr sammeln müsst. Das sind Tokens. Braucht ihr auch für die Automaten zum eure Waffen aufzuwerten. Und da geht es nicht darum, um Sachen für eure Sachen zu kaufen, sondern um die aufzuwerten. Eigentlich sollten wir da hoch, da oben ist aber eine Tür zu, drum gehen wir erst nach unten und hier auch, guck mal, wie der Boden reflektiert. Sieht das nicht geil aus? Und jetzt bekommt ihr schon die nächste biologische Waffe, aber zuerst mal hier die Check-in-Konsole, ganz wichtig. Ja, ich habe nur noch einen Empty Slot, es haben schon mehrere Leute bei mir gespielt,
Wir nehmen jetzt Empty Slot 3. So. Weil das Spiel so gut ist. Das ist einfach so. Oh. What did I just so, das ist die neue biologische Waffe. Rein damit, dann zeige ich euch die. Weil hier könnt ihr nichts. Ja, ihr könnt drauf schießen, wie ihr wollt. Diese Knöpfe da gehen nicht weg. Ihr zieht jetzt einfach hier zum jeweiligen Knopf. Ne? Hier seht ihr diese. Ihr seht diese. Und das ist der Grubber. Und dann greift ihr das, schießt drauf und dann zieht ihr das nach hinten. Pow! Damit könnt ihr auch nachher anderen Viechern das Herz rausreißen. herrlich. So, kommen gleich solche Viecher. Na, ich habe gesagt, ihr könnt einsammeln, bloß die drei Sachen. Ihr könnt auch mehrere Sachen da reinstecken. Das sind so Tonbänder. Und ihr merkt, es geht so in diesen, in die Technik der 80er hier. Hat was. Sieht aus wie früher. Jede Wette, das waren Leute, die das entwickelt haben, die zu der Zeit wirklich solche Computer noch benutzt haben. So, jetzt gehen wir mal runter hier. Auch wieder hier der Boden. Sehr schön. Ich mag solche Details. Ja, ich mag Reflexion. Das darf auch mal sein. So, Office Override Lock. Das toggeln wir jetzt mal. This is your friend Carlos with an und jetzt recording. Kommen die, ich nenne die Dinger Krebs. Well, Achtung, die kommen gleich. Weiß nicht, ob ich auch einfach abhauen könnte. Nein, ich sag euch gleich warum. So, einmal, zack, raus mit der. Wo ist der zweite? Ich weiß, es sind zwei. I'm afraid so. Das ist der zweite. Zack, raus mit dir, Krebs. Gib her dein Herz. Gib dein Inneres, ich will dich kochen. So, I don't see anymore. Wo war ich stehen geblieben beim Quatschen? You did good. Keine Ahnung. Nein, ihr könnt den Raum nicht verlassen, wenn ihr in einer Kampfszene seid. Die Türen werden, das wird euch noch nachher erklärt, wegen biologischer Infektion riegelt er den Bereich ab. Ich glaube, das war bei Dead Space damals auch so. Gibt auch eine Neuauflage schon wieder. Dass dann diese Bereiche, du kannst den Raum auch nicht verlassen und keinen neuen betreten. Das finde ich noch clever gelöst. So müsste die Kampfszene eigentlich auch immer durchführen. Hier auch dieser Laptop. Hä? Frühes 80er-Jahre-Modell. Wir könnten jetzt nochmal speichern, aber ach komm, ist was für Weicheier. Das ziehen wir ohne Speichern durch hier. So, gehen wir mal hoch. Hier. Zack. Alright. I'm in the office. Hier sind wieder. Und hier muss irgendwo der Code rumliegen, den wir brauchen. Und übrigens, guckt immer in solche Schränke rein. Da liegen immer nette Sachen, die ihr sammeln müsst, damit ihr nachher. Also müsst, dürft, damit ihr mehr Zeug bekommt. Und mehr Zeug bedeutet mehr Spaß. So, hier ist der Code: 8822. Jetzt merkt ihr euch den entweder. Oder ihr macht das Menü auf und steckt das Ding einmal da rein. Ihr könnt es auch die ganze Zeit in der Hand mittragen. Geht auch. Und was ich auch ganz krass bei diesem Spiel finde, ist, ich habe das Ding mal irgendwo mal hingelegt einfach. Und das blieb dort bis in alle Ewigkeit liegen, wo andere Sachen irgendwo wegspawnen oder so. Yes, I don't remember too. So, ich finde noch einen Teil von einem Code. I want you to have my stash. It's hidden outside, near the entrance to the big side. To gain access, you must find and use the three utility creatures I designed, as well as a code. I split the code into three parts. I've hidden them near the blueprints. Da gibt's noch einen Code, den er in drei Stücke zerteilt hat. Sollte ich den anderen vielleicht doch mitnehmen? Vielleicht? Na komm, lassen wir es erstmal. Der eine reicht jetzt mal. Die Tokens nehmen wir noch mit. Und jetzt kommen wir zu der Tür, die diesen Code braucht. Ne? I should have the code for this lock. Und ich glaube, das war 8822. Und jetzt. Of course. 8822. Ah, sie sagt sogar noch. Mein Gott, nochmal. Und jetzt könntet ihr das da hinschmeißen. Das bleibt bis in alle Ewigkeit gefühlt da liegen.
Guck mal, da ist schon einer. Ich nehme mir aber hier den her. Guck mal, fette Zecke ist das. Granate ist das. Und was auch interessant war, war teilweise, wenn ich weit genug wegstand, haben teilweise die Viecher sich auch gegenseitig abgeschossen. Fand ich auch speziell. So, hier ist, steht Upgrades und wo Upgrades draufsteht, sind auch Upgrades drin. Und da nehmen wir jetzt auch noch die letzten Tokens. So, und diese rosarote Masse, von der man sich dann Sachen kaufen kann, die nehmen wir auch noch mit. Ich habe noch nie irgendwas gefunden, aber vielleicht wird irgendwas drin sein. Hier hat das Spiel einen kleinen Bug. Ich hoffe, der wird noch behoben. Sobald ihr diesen Raum betretet, geht eure Framerate so auf, ihr seht es wahrscheinlich jetzt im Video nicht, aber das sind noch gefühlte 40 FPS. Habe ich aber bis jetzt, ach, jetzt habe ich schon wieder dieses Gesundheitsteil genommen, obwohl ich es nicht brauche. Ich laber einfach zu viel. Und guck mal, hier ist das nicht süß, wie dem das Blümchen aus dem Auge wächst. Ist das nicht herzlich? Gut, genug gestarnt. So, sobald wir den Raum wieder verlassen, hört das Bugging hier auch wieder auf. Und danach habe ich es nie mehr gehabt, auch bei Räumen, die wesentlich komplexer aussahen. Jetzt zeige ich euch mal schnell den Automaten. Wir gehen noch in die große Halle, ein bisschen machen wir noch. Sollte auch noch ein bisschen was vom Spiel sehen. So, hier kann ich erstmal überhaupt meine, meine Upgrades angucken. Hier braucht man anscheinend irgendwie sowas mit diesen Dreiecken. Habe ich nicht. Was ich aber habe hier ist auf jeden Fall für Craft Items. Was ich euch am Anfang sehr empfehle ist, für die Kanone, die ihr habt, das ist am Anfang so das Ding, was ihr habt. Und da reichen jetzt 61 Schuss bei weitem nicht. Drückt hier drauf, dann kriegt ihr neues Zeug. Rein damit, abdrücken. Ich weiß gar nicht, bis wohin die Anzeige geht. Aber ich würde mal sagen, hier hole ich mir mal so bis 390. Ihr könnt ihr alle miteinander erstmal zur Produktion einen Auftrag geben. Der macht dann weiter. Müsst nicht jedes Mal warten, bis er das produziert hat. Einfach rein da. So, jetzt habe ich 200 und dann nehme ich mir noch einmal so ein Medical-Teil, was ich bis jetzt ja nie irgendwo mir ins Menü gesteckt habe, weil ich es mir direkt immer in den Arm gespritzt habe, obwohl das nicht kumulierbar war. Obwohl, das schien ja vorhin gut gewesen zu sein, weil ich habe bloß 90. Habe ich irgendwo Leben verloren. So, dann habe ich noch eine Möglichkeit, hier so dieses Upgrades gegen diese Tokens, gegen diese 10 einzulösen. Ich habe jetzt 10 Tokens und dann kann ich mir zum Beispiel hier das dann mal nehmen, aktivieren und yeah, ich habe dieses Upgrade aktiviert und hier steht dann auch immer, was ihr hier bekommt. Hier geht es um die Heilung von 10%, blabli bla bla. Was ist denn Lost Items? Weiß ich gar nicht. Habe ich irgendwas verloren? Was? Forgot where you put the biopod? Vielleicht lerne ich das noch. Weiß ich gar nicht. Habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Hier kann ich meine Audiologs, die ich unterwegs abgehört habe, nochmal abhören. Ja, und dann kann man auch schon wieder guten Gewissens weglatschen. Gehen wir direkt weiter. Das ist so ein geiler Bereich, der so voll infiziert ist. Das sieht richtig cool aus. Ich glaube, den wollt ihr auch noch sehen. Der kommt bald. So, und da sind wieder ein paar ekelhafte Viecher. Von was habt ihr euch die ganze Zeit ernährt? Von der Crew, die nicht mehr da ist? Komm her! Du grün sputtiger Sputtkopf. So sieht's aus. Da wären noch Tokens gewesen. Aber ich glaube, da war die Tür eh noch nicht offen zu dem Zeitpunkt. Guck mal, die Riesenzange. Bam, bam, bam. Einfach immer in Bewegung bleiben. Dann treffen sie. Oh, das ist ja auch ein hässlicher Kandidat. Bam, du kriegst direkt was vor die Birne. Du nervst hier gerade ziemlich. Bam! So, und du kriegst auch noch dein Fett ab. Du grünes Glibberteil. Zieht euch den mal rein. Der ist geil, oder? So ein riesen Nashorn-Zeckenkäfer.
schön ausgestellt hier. Keine Angst, vorerst wird der Herr erstmal nicht lebendig. Auf jeden Fall nicht in der Größe. Das müsst ihr euch gleich angucken. Cool. Zieht euch das rein. So. Also vielleicht gibt's den mal. Aber ich habe den ein bisschen anders erlebt. Der kommt gleich. Den dürft ihr nicht verpassen. Dranbleiben, Leute. Den dürft ihr nicht verpassen. Der ist echt gut. Ich weiß auch nicht, ob das als Joke gemeint war von den Entwicklern, mir dieses Ding hier so als Riesending hinzustellen. Dann gucken wir gleich mal, wie der aussieht. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Granate. Piu, piu. Pau, pau, pau. Ah. So. Oh, hier brauche ich Berechtigungsstufe 2. Die habe ich aber leider nicht. Was soll man da machen? Mein Sohn hat die inzwischen schon. Der hat die hier irgendwo gefunden, aber ich weiß nicht wo. Der wollte mir das noch sagen. Oh, guck mal, das habe ich auch noch nicht gefunden letztes Mal. Da ist noch ein Token. Hier liegt überall Zeug rum und das lohnt sich echt danach auch ein bisschen zu suchen, um zu gucken, weil das euch einfach nochmal einen Vorteil verschafft. Das macht halt Sinn. So, dann haben wir hier erstmal alles eingesammelt. Dann gehen wir mal weiter. Ich fühle mich richtig wohl hier inzwischen. Es ist fast wie zu Hause. So, jetzt kommen wir in die große Halle. Ah, erstmal speichern. Guck mal hier, wieder Speicherpunkt. Man könnte auch zurücklaufen und drüben nochmal speichern, wenn man möchte. Aber hier vor allem um die große Halle herum gibt es einige Speicherpunkte. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, in diesem kleinen Raum dort, da war ein Bug, da hat es geruckelt. Und spätestens jetzt müsste es auch hier rumruckeln und zuckeln. Das tut es aber nicht. Hier läuft es flüssig. Und ich meine, wir haben hier noch einige Details rumliegen. So, er erzählt mir jetzt hier, wo der Ausgang wäre und was ich tun sollte. Aber ich weiß es einigermaßen. Ich glaube es zu wissen, was ich tun muss. So, wenn ihr euch fragt, kann man mit solchen Sachen hier interagieren? Nein. Ihr könnt nicht, kann man abschießen, noch nicht mal abschießen kann man. Es ist wirklich kein Spiel, um mit der Umgebung zu interagieren. Man kann die Umgebung genießen, weil die echt auch hier dieses Licht, was hier reinfällt. Ich meine, das seht ihr, das sieht einfach nur geil aus. Hammer! So, wo bin ich stehen geblieben? Statt hier rumzustaunen, wollte ich euch noch ein bisschen was zeigen. Ja, komm, jetzt hier, komm. Jetzt kommen diese Nashorn-Zecken. Achtung, jetzt kriegt er gleich Angst. Achtung. Da ist er! Oh, bist du aber süß. Da sind sie, die Nashornkäfer. Ich weiß nicht, ob vielleicht sind das dass die Kinder und Mama wartet irgendwo. Oder es ist ein Joke gewesen vom Entwickler. Und guck mal, auch hier wieder die Reflexion auf dem Blatt. Ich meine, wir reden hier immer noch von einer mobilen Brille. Das sieht doch geil aus. So, hier brauche ich Sicherheitsstufe 1. Habe ich auch noch nicht. Aber die hole ich mir jetzt. Nicht vergessen, das vorhin war Sicherheitsstufe 2. Jetzt hole ich mir erstmal Sicherheitsstufe 1. So, oh, ich mache das Headstrap von der Quest 3 echt nicht so. Ich brauche irgendwas Deluxeries auf meinem Schädel. Es muss Deluxer werden. A little bit more Deluxe. So, hier. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Hier die Ecke mit den lustigen, schönen. Ah, und gleich kriegen wir sogar schon die nächste Waffe. Da kriegen wir die. Soll ich schon so viel verraten? Das ist eine Art Maschinenpistole, aus der vorne sowas wie Wespen rausschießen. Ist auch richtig geil. Die summen dann immer so, wenn sie abgeschossen werden. Was ist das? Oh ja, das ist wieder Medical for me. So, hier gibt's einiges einzusammeln. So, jetzt habe ich hier den Level 1 Biopass. Zack, den sauge ich mir auch rein und dann habe ich es auch schon. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Ich hab's. Wenn ihr euch übrigens fragt, wo die Viecher immer herkommen, die werden nicht einfach
nur gespawnt, sondern ihr seht hier diese Lüftungsschächte. Und man kann das teilweise beobachten, wie die aufklappen und die dann da rauskommen. Sehr, sehr nice. So. Hier liegt noch ein kleiner Token rum. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Aggression pheromones detected. So, guck mal hier. Ist detected, ne? Oh, shit. Viecher, und jetzt geht's rund. Jetzt kommen sie noch. Wieso habe ich keine Granate? Lass mich in Frieden. Scheibenkleister. Das Problem ist, die sind so süß und klein, aber klein ist auch kacke klein zu treffen. Bam. Nimm das. Wow. Bam. Guck mal, da hinten spuckt mich doch einer an. So. Da ist noch ein süßer kleiner Nashorn. Habt ihr gesehen, wie die Klappe aufgegangen ist? Ich hab's gerade im Augenwinkel gesehen. Bam! Oh, wo bist du? Kommen sie aber aus allen Ecken. Endgegnermäßig. 77%. Oh, guck mal hier. Stimme hat gesagt, ist wieder desinfiziert hier sozusagen. Get me out of here right now. You got the biopass. You have to make your way to the security room. So. Und ihr merkt schon, so richtig viel Englisch müsst ihr hier wirklich nicht können. Noch mehr! Bam! Geh weg da! What did you guys try to grow in so. Here? It's the ecosystem. It had perfect conditions to take over here. Gehen wir mal hier lang. Where do I go Display now? Room. Oh, genau. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Bin zwar drin gewesen. Ich glaube, da kann man sich noch ein paar Gegner angucken. Stellt sich natürlich immer noch die Frage der Originalgröße. Boah, ey, ist ja so ähnlich. So, ist mal Ruhe hier. Ah, ne, sind alles die gleichen. Das scheint mir aber ein anderes Wachstumsstadion schon zu sein. Oh, guck mal, hier kämpfen sie. Oh, voll hier wie diese Hirschkäfer, ne? Die schubsen sich ja gegenseitig. Oder war das so, dass das Weibchen, das Männchen nach der Paarung vom Baum runterschubst? Sodass es sterben muss, wird, soll? Was kriege ich hier? Ha! Ich habe ihn gefunden! Jetzt kann ich meinem Sohn sagen, ich hätte ihn auch. Level Nummer 2. Jetzt kann ich nämlich auch in die Räumlichkeit noch rein. Und ihr bekommt übrigens auch, einfach, dass ihr eine kleine Vorstellung habt, wie groß das nachher wird. Ihr bekommt noch ein Transportmittel, sowas wie eine Rohrpost, in die ihr euch reinsetzen könnt, um euch dann auf der Map zu den verschiedenen Orten zu bringen. So, hier könnte ich wieder mal ein paar... Oh ja, ich hab ja fast keine Munition mehr. Aber hallo, ich brauche dringend wieder Muni. So. Oh, ich habe gerade richtig Bock zum Spielen. Ich weiß, die Aufnahme wird wieder endlos lang, aber das macht so Spaß gerade. Ist Singleplayer, falls ich es nicht erwähnt habe. Aber so mag ich das. Das ist so, da kommt bei mir so Duke Nukem Fieber auf. So, mal speichern hier. Safe. Wisst ihr, einfach so von der Art und Weise. Es ist nicht super schwierig. Es ist nicht super anspruchsvoll. Es ist leichte Kost, die gut aussieht, die Spaß macht, die sehr bezahlbar ist. Man kommt richtig rein. Es ist eben meiner Meinung nach immer noch glaubwürdig, was ich hier geboten bekomme. Ich glaube dass hier biologisch die Kacke am Dampfen ist. Kann man nicht anders sagen. Und ich rette... Ich weiß nicht, das hat er am Anfang nicht gehört. Ne? Sie hat gesagt, diesem Typen, warum kommst du nicht einfach so zu mir? Oder irgendwie, warum zeigst du dich nicht und so? Und er meinte, er könne nicht. Und sie so, ja, warum denn? Und er, ja, wenn ich dir das sagen würde, du würdest mir nicht glauben. Ich weiß, so klischee-mäßig schon wieder so halb, was da kommen wird, ne? Aber ihr auch.
Wenn ihr auch Vermutungen habt oder Fantasien, schreibt's mal in die Kommentare. So, I have the biopass for this dude. Yes, ich hab den biopass. So, jetzt hier, komm, danach machen wir aber Schluss. Das ist jetzt die dritte Waffe. Ich habe den Alarm ausgelöst. Erstmal Alarm ausmachen. Bam. Und dann mache ich auch direkt die Ausgangstür. Nee, ich zeige euch noch die das Transportsystem. Und danach hören wir auf. Also noch dranbleiben. Erstmal nächste Waffe. So, und jetzt müsst ihr leise sein, wenn ich die abschieße. Das ist der Swarmer. You'll come in handy. Da ist ein ganzer Bienenstock drin. So, gut zugehört. Erst macht es blub und dann finde ich geil. Und hier, keine Ahnung, auch was mit Swarmer. Was ist das? Swarmer for Crafting. Ah, damit ich überhaupt diese Munition craften kann. So. Sehr schön. So muss das sein. So, jetzt Transportsystem habe ich gesagt, zeige ich euch noch. Und dann the northern door should be straight ahead alleine. Ja, ich habe schon gehört hinter mir, die Klappe, die aufgegangen ist. Bam, so macht man das. Kommt her. Bam, die sind nachhaltig, ne? Wenn die mal zugestochen haben und schon ja, nachhaltig leer sind sie aber auch. Was haben wir denn noch? Den Splitter haben wir hier. So fies, es kommt aber von allen Seiten. Dabei wollte ich doch nur. Ich habe fast keine Muni mehr. Mein Sohn hat gesagt, es reicht, wenn man im Kopf ausweicht, wenn man einfach so macht. Der saß immer auf dem Stuhl und hat sich immer hin und her geschwingt. Dabei habe ich gesagt, was spielst du für ein Spiel? Das ist ja nicht das, was ich dir eingestellt habe. So, N. Bei N ist das Transportsystem. That's a tube link. The tube net transports you between. Tube link. Very funny. It's not opening. Da kann man rein und dann kann man auf einer Map auswählen, wo man hin möchte. Und das Ding muss aber von der anderen Seite erst aktiviert werden. Und damit man das aktivieren kann, muss man außen rumlaufen. Und jetzt, guck mal, jetzt lädt das Spiel zum ersten Mal wieder neu. Das ist das, was ich meinte mit, es ist gnädig. Ihr habt nicht in jedem Raum so ein Ladescreen, sondern es sind halt wirklich Abschnitte, die da geladen werden und die sind doch relativ groß. Die Außenwelt, die ist jetzt in erster Linie gleich wie das vorhin, die Außenwelt. Also ich latsche jetzt praktisch durch die Anlage, das sind immer so Zentren. Da laufe ich jetzt hier einmal, das zeige ich noch kurz. Zack, da laufe ich jetzt mal durch. Sollte wahrscheinlich ein bisschen gruselig sein, so dunkel. Aber hier ist ja nichts, was mich gruseln müsste. Und ja, jetzt macht ihr das so lange, bis ihr auf der anderen Seite die andere Tube gefunden habt. Dann geht ihr da rein und dann habt ihr die aktiviert und dann habt ihr schon mal einen Transport Mittel, um zwischen zwei Orten euch hin und her zu bewegen. So, das können wir das gemeinsam angucken. So, da gibt es jetzt mehrere Abzweigungen. Ist das die Frage, da unten die Treppe runter, oder war das hier gewesen? Ich meine, ihr merkt schon, das ist nicht klein, das Spiel. Da steckt schon ein bisschen was dahinter. I've been alone here so long that my best friend is a penguin. Ich kann aber auch nicht rennen, merke ich gerade. Ich wäre natürlich gerne schneller gewesen. So, dann gehen wir noch zum nächsten Quartier. Oh, hier war es wahrscheinlich. So. Und jetzt wird natürlich wieder der Innenbereich geladen. Da gucken wir uns die Tube an und dann, Leute, dann müsst ihr selber ran. Dann müsst ihr hier durch und ein paar eingefrorenen Urzeitspezies oder sonst was killen. Wir kommen aber gleich nochmal ein bisschen kurz zu einem kleinen Fazit. Komm, mach schneller!
This is the crew quarters. So schön. Wer hat denn hier geputzt? Go on and activate the tube link while you're here. That way you can travel back here from any other activated tube link. Und finally something clever about this bin place. Drin. Und wo ist? So. Hier. Und jetzt kann ich hier drauf zeigen und momentan poppt halt bloß der andere Ort auf. Ich nehme mal an, dass ich hier später noch einiges anderes Crewquartier, hier ist zum Beispiel noch gar nichts, aber dass sich hier noch einiges aktivieren lässt, um dorthin zu reisen. Und so habe ich natürlich die Schnellreise aktiviert und vielleicht wird das dann auch nötig sein, um, ja, keine Ahnung was, ihr kennt das, findet an der Stelle Codekarte A oder aktiviert hier Generator B, dann passiert hier dieses und jenes oder hier der Weg wurde zerstört, dann mach jetzt hier Umweg über das. Solche Sachen, davon gehe ich mal aus, dass sowas kommt, dass man solche Schnellreisefunktionen überhaupt drin hat. So, da bin ich auch wieder zurück und mein Fazit zu diesem Spiel. Ich find's richtig geil. Sowas mag ich. Es ist wirklich nicht besonders anspruchsvoll. Ich meine, es ist sehr, sehr übersichtlich. Ich finde das noch witzig mit diesem Ring, 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 Ring. Und auch diese biologischen Waffen finde ich geil. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles auf mich zukommt. Und ich mag dieses lineare Storytelling, mag ich sehr. Ich mag die Grafik sehr. Es ist für mich ein absolutes, in diesem Genre, ein absolutes Favoritenspiel. Und ich kann es bloß jedem empfehlen, der gerne ein bisschen rumballert und Spaß haben möchte, ein bisschen Atmosphäre und Spannung, der ist hier genau richtig. So Leute, schreibt es mal unter die Kommentare, habt ihr dieses Spiel schon gespielt? Würdet ihr das jetzt auch kaufen? Mir hat man es nicht zur Verfügung gestellt, ich habe es mir selber gekauft, nicht, dass ihr denkt hier, das ist wieder so einer, der kriegt das umsonst und dann sagt er, kauft das. Nein Leute, wirklich, kauft das. Ich habe es mir auch gekauft. Ihr sollt jetzt mit mir Spaß haben. Nee, nicht mit mir leiden. Ihr sollt mit mir Spaß haben. So sieht's aus. So, jetzt aber Abo nicht vergessen unter meinem Kanal. Däumchen nach oben für das Video mag ich natürlich. Wir sehen uns bald wieder, vielleicht auch mal wieder aus dem Studio heraus. Bis bald, euer Doc. Macht's gut. Tschüss.